Habe ich am Zeitungskiosk eine Illustriert oder was es war, oder irgendwie, oder Boulevardzeitung oder wie man das nennt, nicht den Namen sagen. Da stand auch drauf, ne? Hier, Angst vor dem Reich der Mitte. Ne? Oder sowas ähnliches, ich weiß nicht genau, war also. Ohne dass ich das wusste, hat sich das bestätigt. Also scheinen da welche der herrschenden Klasse, ne, der kapitalistischen Länder der Welt endlich wach zu werden. Ne? Also alles ist da super kriminell, was wir alles aufgezählt haben. Und gleichzeitig betrügt man natürlich schön. Und freut sich. Und freut sich, dass das dann nicht so ist, ne? Mal kurz runter machen. Das wollte ich nochmal sagen. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Also, es ist also keine fixe Idee von mir, sondern die Zeitung hat wahrscheinlich darüber was geschrieben. Das steht jedenfalls vorne drauf. Ja, ich würde es auch gern lesen, aber ich kann mir diese Zeitung nicht leisten. Obwohl ich mir alles leisten könnte in dieser Welt, was ich haben möchte. Ne? So, und das ist weiter eine Gefahr. Und weiter scheint denn der Ostblock auch eine Gefahr zu sein. Ne? Weil das möchte ich auch nochmal sagen. Also, wer weiß, wo die Terroristenausbildung weitergehen. Ne? Und da ist alles so weit und alles so riesig. Tja, und wenn da denn auch so eine Trottel wohnen und leben wie wir, die es dann jahrelang nicht mitkriegen, was da läuft, die dann schon sehen, dieses ganze Kipp und alles, und dann immer noch vermuten, aber sich auch einreden lassen, ne? Dass es denn diese Dorfpennerjugend da gemacht hat in unserem Wald einfach, ne? Gut, wir werden auch noch ein bisschen umgestimmt, aber was hier so los ist mit den Menschen, was die überhaupt mitkriegen, was überhaupt so interessiert, weil sie ja so schlau sind und am wichtigsten sind. Das ist schon toll. Aber wir haben ja eine Demokratie. Ne? Und jeder kann hier alles sagen. Ja, aber da war nicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich es eindeutig gesagt habe, da war nicht aber noch mal vor Trittbrettfahrer, ne? Wenn ich sage, Kohl ist doof oder Herzog oder so, dann ist es aber auch so, dass er doof ist. Ne, Nadi? Alle anderen, viele tun sich denn bloß wichtig und verallgemeinern das, ne? Oder nicht? Das möchte ich aber nochmal eindeutig sagen, weil ich musste mich von diesen Spitzbuben beklauen lassen. Und den Rest der herrschenden, der reichen herrschenden Klasse der BRD, die es auf meine Immobilien und alles abgesehen haben. So, und jetzt kriegen wir nichts wieder. Jetzt lässt man uns nicht hoch. Das ist doch eigentlich das Problem dann, oder? Weil man möchte nicht, dass wir ganz oben sind. So, und ich habe es angekündigt, es reicht mir. Ich bin hier ganz oben, ne? Ich weiß nicht, was hier mit dem Adel ist. Den halte ich raus. Möchte ich auch nochmal jungen Menschen sagen, 1918 hat man den Adel ja enteignet und alles geklaut. Und wann ging es los, der Krieg? 38, ne? Ne, 39, ne? Und 39 hat denn das Bürgertum den nächsten Krieg und viel schlimmeren Krieg vom Zaun gebrochen. Ne? Und diese Penner, die hängen hier überall weiter drin. Nur den Adel hat man entmachtet und enteignet und so weiter und so fort. Ne? Da sollte mal jeder drüber nachdenken. Ne? Oh, der Adel hatte Schuld damals. Ne? Oder hat sich zumindest von Österreich reinziehen lassen. Aber die anderen ganzen Penner hier, denen ist hier nichts passiert. Das Bürgertum ist hier weiter an der Macht, ne? Was ganz gefährlich ist, und alles ist daraus weiter entstanden in Deutschland. Oder nicht? DDR, BRD. Und man hat sich nicht geändert, weil man es nicht für nötig hielt. Läuft doch alles gut, mir geht's doch gut. Das ist doch die Hauptsache. Gelle? Oder? Sollte man da auch nochmal eindeutig sagen. Ja, da bitte ich doch um einen kleinen Unterschied. Also ich weiß schon, was ich sage, und ich hoffe, dass diese Menschen, die sich da zusammentun, auch im Internet und Foren und so, das denn ein bisschen richtig machen und das ein bisschen richtig erkennen. Oder?
Und selbstverständlich sind unsere Politiker ja dumm und ein bisschen sehr dumm, leider. Und die meisten psychisch sehr, sehr stark gestört. So, wenn man dann so eine Politiker hat wie Trittin und so weiter und so fort, dann bringen die Grünen natürlich auch gar nichts mehr. So, und ich mache mir hier riesige Sorgen mit Atomkraftwerken und so weiter und so fort. Die werden immer gefährlicher, ne? Da spart man natürlich schon längst 15 Jahre dran. Und dann wird so ein sicheres Atomkraftwerk einfach gefährlich. So, und Merkel und Gauck, und das kommt alles nur diesen Socken entgegen, ne? Die Gasleitung, die da frech durch die Ostsee gelegt wurde und so weiter und so fort, ne? Und auch durch meine Ländereien da alles geht und so weiter. Das kommt dann nur diesem Energieunternehmen im Osten zugute und so weiter und so fort, ne? Die profitieren davon, aus erneuerbaren Energiefirmen, die wir da aufgebaut haben, die man uns da einfach geklaut hat. Also Erdwärme, Wärmekraft, Dinger, ne? Solar, ne? Und thermische Energie, ich weiß gar nicht, wie das jetzt alles heißt, ne? Also Solarthermik und sowas. Und das ist alles von uns, das sind alles unsere Firmen. Ne? Dazu hat man uns wieder gezwungen, diese Klitschen weiter aufzubauen und so weiter und so fort. So, und ich glaube, so ungefähr ab 75 bin ich schon bei, das war damals, glaube ich, bei Neubrandenburg beispielsweise, Erdwärmegewinnung und alles andere. So, und ab Dings war ich dann dabei, ungefähr 85, Windkraftanlagen, ne? Also Windkraft, Windräder, ne? Da haben sie für mich da extra Dekorhöhe noch so ein Ding hingebaut. Vielleicht erinnern sich noch viele Ex-DDR-Bürger da, ne? Erst hatte sie, glaube ich, 4 Dinge, dann mit Malbus noch 2. Dann nachher, glaube ich, 3. So, und da waren wir überall bei, davon wir aber überall zu gezwungen. Das sind natürlich selbstverständlich unsere Firmen. Und selbstverständlich übernehme ich auch diese ganzen Energiefirmen da in der Ex-DDR, ne? Weil irgendwas muss ich ja auch haben, oder nicht? Ne? So, dann wollen wir mal sehen, was wir daraus machen können. Dann haben wir sie alle schon schön. So, und das möchte ich auch nochmal der herrschenden Klasse sagen, hier in der BRD. Wir sind ganz oben. Was sie uns geleistet haben, was sie sich geleistet haben, ist uns egal, ne Nadde? Ja. Das geben sie gefährlich zurück auf der Ex-DDR. Meine Sachen sowieso, ne? Sie sorgen dafür, dass BND und so, dass der sich hier selbst reinigt, ne? Dass die Korruption aufhört, dass er wieder schlagfertig ist und schlagkräftig. Ne? So, und ja, denken Sie mal drüber nach, was Sie diesen Ex-DDR-Bürgern angetan haben. Nur so nebenbei, nur weil sie ein bisschen gewinnträchtig waren, ne? Und korrumpiert haben mit Stasi und SED-Versammlern. Die dumm wie Stulle sind und einfach nur blöd. Und das haben sie schon schnell gemerkt. Ja. Und sich gefreut, dass sie so schön blöd sind. Das war's, ne? Mhm. Danke für die Aufmerksamkeit.